Sie haben mal etwas gesagt, ins Thema zu setzen, zum Beispiel die Jahrtausendwende, die noch kommt. Es geht darum, die Materie gleichzeitig zu bändigen und zu beschleunigen. You once said that the important thing is to tame and accelerate matter at the same time. Und der Vergangenheit Drive zu geben. And to give drive to the past. Stromlinienförmiges niederzuwalzen. To annihilate the streamlined, the monotonous. Immer eine Dimension voraus and zu sein. And to be always one dimension ahead. Etwas weiterzubringen und dabei gleichzeitig eine zeitlose Ebene aufrechtzuerhalten. And at the same time maintain a timeless level. Mm-hmm. This is what I think it takes. In these ja, ich glaube, das ist nötig, um heutzutage etwas zu schaffen, was man nicht schon erwartet oder vorhersieht. Es gibt eine Art Formel, mit der ich arbeite, bevor ich anfange zu experimentieren. Kommen Sie auf den Namen Axis. Was bedeutet das Axis? Das ist Ihre Axis Firma, Ihr Label. Mean? It is your label. How did you come up with the name? Initially I wanted to create a group of labels. Zunächst wollte ich eine ganze Gruppe von Labels und Firmen gründen. And the amount were to be four different sections of the label. Und ich wollte vier verschiedene Gruppen innerhalb dieser Labels. Den Ausdruck Physik des Techno. There is the expression physics of techno. Was bedeutet das? What does that mean? It's the first I've ever heard of it. But, ich höre es das erste Mal. I think it's just someone's ich könnte mir vorstellen, dass es eine Methode bezeichnet. A method that comes from zum Beispiel a way that a certain group of people or a certain person eine works. Methode, nach der bestimmte Leute arbeiten, nach der eine bestimmte Gruppe von Leuten arbeitet. What we had to do, neither of us really had really in-depth experience in running. Zum Beispiel hatten alle keine Erfahrung damit, eine Firma, eine Plattenfirma zu gründen und zu führen. Das heißt, es war eine ganz neue Erfahrung. Basically a structure. Das heißt, wir haben eine Struktur geschaffen. And these are the things that we did, and if someone didn't like it, well, we just wouldn't deal with them. Wir haben das genauso gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn es jemandem nicht gefallen hat, dann hatte er eben nichts zu tun damit. Thank you.
das führt sehr viel weiter zum Beispiel.